Rockstars, what's up? Like that! Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen auf meinem Kanal Rocks Paradise. Hier werde ich Milliardär mit meiner Family und wie ich das mache, zeige ich euch jeden Tag. Heute ist wieder eins der krassesten Videos, die es wahrscheinlich auf YouTube geben wird, Leute. Ihr wisst, das krasseste Ereignis, was ich hatte mit Miroslav Klose, bis zu meinem besten Freund Chill, der mein Leben geprägt hat, bis so krasse Inspiration, Motivation, die jetzt hier noch kommen wird, habe ich heute wieder einen Special Guest. Und Leute, ich muss kurz Luft holen. Ich bin so aufgeregt, weil, also, einfach nur Kleinigkeiten. Wegen ihm war ich bei Supertalent. Wegen ihm bin ich ein krasser Entertainer geworden. Er hat mich so krass inspiriert. Er hat wahrscheinlich euch auch, er hat die ganze Kindheit von uns mitgeprägt. Er war der Einzige, wo ich sage, krasser Künstler, krasses Talent, auf YouTube auseinandergenommen. Er ist einfach bei mir. Er ist einfach in Braunschweig, Leute. Wirklich eine lebende Legende. Und boah, ich krieg schon Gänsehaut. Ich muss einfach die Kamera rüberschwenken, Leute. Er ist einfach hier in meinem Auto. Danke, Bruder. Oh! Achso. Egal, wir gehen einfach rein, Leute. Ich bin zu aufgeregt. Es ist einfach die lebende Legende, Superstar Alberto. Was geht, Digi? Erstmal danke auf jeden Fall für das Intro. Das hast du sehr charmant ausgedrückt. Oh, Bruder, ey, das ist für mich ein sehr, sehr großer Moment, Bro. Also, wie ich schon gesagt habe, es ist geisteskrank, Bruder. Ich habe dich verfolgt. Also, ich glaube auch keiner, auch im Fitnessstudio, es gibt ja keinen, der dich nicht kennt. Weil irgendwie warst du Teil jeder Kindheit oder von ganz vielen Menschen. Also egal, erstmal vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dich ja nicht kennt. Deswegen, ja, ich glaube so die Jüngeren halt so, ne? Definitiv. Die jetzigen. Ja, also ich finde es auch immer interessant, wenn man angesprochen wird, auch im Fitnessstudio, dann auch so die Altersklasse, die Jüngeren nicht, aber dann doch schon ein paar, das dachte so, ey krass, die haben das echt damals geguckt. Ich habe das selber eigentlich gar nicht so realisiert, weil ich war so in meinem Film drin. So. Allein jetzt, das fühlt sich so unreal für mich an, wirklich. Ich muss mich wirklich konzentrieren, weil egal, wir versuchen das systematisch trotzdem professionell durchzuziehen. Heute, wir haben uns kennengelernt im Hygia, deswegen würde ich auch sagen, weil das ist ja auch, was ich auch immer viel in meinen Interviews sage, ist, Menschen spielen in verschiedenen Situationen eine andere Rolle. Definitiv. Ich möchte heute einfach, dass du dich richtig wohlfühlst. Wir haben uns jetzt 2, 3 Tage gesehen, wir sind jetzt schon auf einer Wellenlänge, ja, das ist geisteskrank, Leute, also ja, wahrscheinlich ein neuer bester Freund in meinem Leben. Das ist echt krass. Und deswegen fühl dich wohl, wirklich, Bro, ich will nicht, dass du bescheiden bist, weil ich weiß, wer du bist. Leute, der Typ, was der gerissen ist, aber egal, wir fangen jetzt einfach mal an, stell dich doch mal vor. Achso, ja, genau, ja, ich bin Albert, ne? Dann damals einfach so, weil ich war schwarz, Albert Martin hat nicht so ganz gepasst, habe ich gedacht, okay, ich muss da irgendwie ein bisschen exotischer klingen. Dann habe ich mich einfach Alberto halt so genannt, so, ne? Und ich dachte auch, okay, soll ich so einen Künstler nehmen wie Iron Beatbox? Dachte ich so, nee. Ich muss einen Namen nehmen, dass wenn wenn ich jemanden neu kennenlerne, ich bin Iron Beatbox, ich muss einen Namen nehmen, der am besten mein Name ist, wo mein Name schon mit drin ist, dass wenn ich mich vorstelle, dass Leute sagen, bist du nicht der hast du nicht gesehen? Geil. So, weißt du, deswegen habe ich dann einfach nur Alberto. Und dann habe ich gesagt, ich hatte eine Website, die hieß alberto.tv. Ja. Wenn ich gesagt habe, ja, wenn ihr euch merken wollt, Alberto wie die Pizza, es gab so eine Pizza von Alberto und TV wie das Fernsehen. So, das war immer so mein Slogan. Oh, krass, krass. Und wann war das ungefähr? So, das war, ich habe dann mit dem Beatboxen angefangen, so als ich so kurz bevor ich 18 wurde, ne? Also das war, ich bin 84er Jahrgang. Das müsste so 2003 genau müsste das sein. Und da habe ich halt geübt. Und da hatte ich meinen ersten Auftritt auch so. Und da war ich noch damals in der Markthalle in Hamburg. So, dann kam ich auf die Bühne und meinte, was willst du da jetzt machen? Ich mache Beatbox halt. Und dann meinte, ja, okay, das war so eine Tanzveranstaltung. Ne? Marc Eggers war übrigens auch da, lustigerweise. Und dann gehe ich auf die Bühne und ich setze meine Sonnenbrille auf. Und dann waren halt Leute aus meiner alten Gegend. Die meinten, hey, was macht der? Was will er da jetzt denn machen? Ich setze meine Bühne auf. Und dann fange ich an, summe erstmal so eine Melodie so von Tetris. Und alles war so. Und dann lege ich da den Beat da unter. Und auf einmal höre ich noch so. Das, weil die kann das halt gar nicht, so Melodie. Und ich ziehe meine Beatbox zu. Ich sehe wirklich alle so gucken. Und das war halt so der Start halt. So, ne? Das war so für mich auch so einfach. Ich bin dran. Ich wusste gar nicht, wo ich damit jetzt hin will. Ich wusste es nicht. Ja. Es ging einfach nur um Ruhm. Ich wollte einfach, dass jeder das irgendwie sieht. Und Aber das ist ja das Geile an der Kunst. Wir wissen alle nicht, wohin es geht. Und das ist ja auch Thema immer von diesem Channel, man investiert Zeit und Kraft in eine ungewisse Variable und dann entstehen einfach daraus kranke Sachen, wenn man hart daran arbeitet. Deswegen erzähl doch mal,
Wie ging es denn danach weiter? Also du hast dann erstmal die in der Offline-Welt deine genau. Kunst vertreten auf genau. Bühnen. Und welche Bühnen hast du da? Also welches Jahr war das? Das war, also wo es dann, also die ersten Sachen waren dann so wirklich so 2004, 2005. Da habe ich dann halt so, hab genau, und bei dieser Markthalle war ein Kollege, DJ Flader hieß ja. er, ne? Der kam so, ey, ich will nicht viel reden, ne? Gib mir einfach deine Nummer. Und der hat mich dann irgendwann angerufen, meinte, ey, ich habe einen Auftritt in Bremerhaven, das hieß damals Planet Dance, komm noch mal mit. Und der hat mich dann einfach immer mitgenommen halt, so, ne? Und da habe ich noch einen kennengelernt, der hieß Jan Rode. Der ist jetzt auch halt in Social Media, ist da ganz, ganz tief mit drin. So, und der hat dann halt angefangen, hat dann gesagt, ey Digi, wir müssen eine Website bauen halt. Ne? Weil ich war gar nicht auf Internet, ich hatte gar nicht das Geld dafür. Ich habe in so einer Bruchbude gewohnt, alles versifft. Da, weißt du, Internet, der ich mir gar nicht leisten könnte. Ja, so, ich wusste noch nicht mal, was zu das. Ja, was ist das halt? Und der hat mir dann mal eine Website aufgebaut, ne? Und da habe ich dann so kleine MP3s hochgeladen. Und dann meinte ich, ey, warte mal ganz kurz, ne? Das ist doch das Lustige. Das war dann so 2005, 2006. Da meine ich so, ey, stopp, wir müssen Videos machen. Weil, was für Videos? Meine, ja, das Ding ist, ich habe auch schon MP3s von Beatboxern gehört, aber ich weiß gar nicht, wer es ist. Ich mache ein Video, wo ich mich aufnehme wie ein Rapper an verschiedenen Orten am Beatboxen und das laden wir hoch, ne? Sodass die Leute mein Gesicht sehen. Und da habe ich das immer über MSN so verteilt. Einfach Leute, ich hing den ganzen Tag nur noch am Computer dann. Also ich war eigentlich nur noch zu Hause, habe die Sachen hin und her geschickt. So, und das Ding war dann, die Leute hatten da keinen Nerv drauf, weil dann waren die Videos auch zu groß. Und dann meinte jemand, ey, da ist so eine Website, YouTube nennt die sich, ne? Da kannst du doch deine Videos hochladen und dann schickst du den Leuten quasi nur den Link. Und das war dann meine ersten Videos, das ist sogar noch drauf, Beatboxer around the world, weiß ich noch. So, da bin ich so an verschiedenen Orten, so wo ich so beatboxe in Los Angeles und so. Und dafür habe ich dann eigentlich erst YouTube genutzt. Genau, so fing es an. War das da schon die Zeit, wo auch Supertalent war? Nein. Oder hast du tatsächlich YouTube vorher gemacht? Ja, pass auf, jetzt wird's ja noch richtig, da war ich wirklich gefuchst. So. Es gibt ja Tags bei YouTube, so, ne? Oh. So, und dann war ich dann halt beim Supertalent, ne? Und dann habe ich das, dann habe ich mein Supertalent meinen Auftritt, so, ne? So, das war Auftritt super, aber da war halt noch ein anderer Beatboxer, Robeat, ne? Ja. Und dann mussten wir so gegeneinander noch später battlen, erst ins Finale kommen. So, dann wusste ich ja, dass das ausgestrahlt wird. Dann sage ich, warte mal ganz kurz. Das war die erste Staffel von Supertalent. Dachte ich so, Moment mal ganz kurz. Ich schreibe mal einfach unten in die Tags, ne? Das Supertalent, das Supertalent, das Supertalent. Oh, auf einmal wird mein Dings ja ausgestrahlt. Oh mein, und jeder, der Supertalent eingibt, auf einmal auf meine Videos, auf alles Mögliche. Auf einmal meine Videos, bam, 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 bam. So, auch so andere Videos, die nichts damit zu tun hatten. Und das war natürlich dann super. Dann kamen natürlich ein paar Agenturen. Da gab es Auftritte, aber allerdings umsonst. Aber ich war dann wirklich jedes Wochenende bei Auftritt, Auftritt, Auftritt. Aber es gab halt kein Geld dafür. Ne? Also ich war immer noch quasi also war Künstler, immer noch Kreative. Aber es war mir egal. Ja. Es haben andere, meine Eltern und so haben es nicht verstanden. Die meinen, warum, was willst du denn? So, das verpufft doch. So, was willst du jetzt erreichen? Aber ich habe das gar nicht realisiert. Ich meinte dann, nee, ich will, dass die Leute das sehen. Und da wird schon irgendwas bei rumkommen. Ja. Halt so, ne? Wie halt immer so in der kreativen Kunstwelt. Wenn man, warte, ich mach mal kurz ein bisschen, wie halt, ja, leider, wie halt immer so, diese in der kreativen Kunstwelt, Leute, wenn man kreativ versucht zu überleben, das verstehen viele nicht, weil man eigentlich immer gegen den Strom schwimmt. Definitiv. Und da ist einfach meine Frage, wie war das, wie hart war es bei dir? Weil bei mir war es sehr hart mit dem Gegenverkehr, sage ich mal, der mir eigentlich immer meinen Traum zerreden wollte. Und wie hattest du damit zu kämpfen? Ja, also das Ding ist halt so, ich habe dann halt, das nannte sich Hip-Hop Academy, das gibt es immer noch in Deutschland, das kam dann halt, das war so in sozialen Brennpunkten, habe ich dann Beatbox-Unterricht halt gegeben, ja. So an Schulen und sonst, damit konnte ich dann halt so halbwegs überleben. Meine Eltern haben mir noch mein Kindergeld gegeben, das heißt, ich konnte dann meine Miete dann irgendwie bezahlen. Ich habe dann auch in der WG gewohnt und das ging dann halt auch so im Endeffekt. So, da konnte ja keiner sowas sagen halt so, ne? Aber ich hätte auch nicht auch zur Bundeswehr gemusst, ne? Ich habe mich eingetragen, Auslandseinsätze, alles. Das kam dann auch, ne? Und dann meinte mein Kollege Jan Rode, das kannst du nicht machen. Das weiß ich noch ganz genau. Und dann war es halt auch so, dann wurde ich eingezogen, bin dann nicht hingegangen, dann kamen die Feldjäger und ich habe unten in so einer versifften Kellerwohnung gewohnt. Dann weiß ich noch, klingeln die Feldjäger an der Tür, ich gucke, solche Spalte, die sind da. Ich gehe einfach durch den Keller raus und dann sagen die, sind Sie Albert Martin Brun? Dann sage ich so, sehe ich aus wie ein Albert Martin Brun? So, okay, dann einfach weiter. Das hat natürlich nicht lange angehalten, so, ne? Und dann musste ich halt Zivildienst machen, also, ne? Ja, krass. Da wo ich dann aber auch, und das jetzt kommt aber Zivildienst, eigentlich auch voll überzogen.
hatte ich Zivildienst und dann meinte mein Kollege, wir müssen nach Amerika. Also, ne? Wir müssen nach Amerika. Sind wir nach Amerika geflogen, das war in der Zivildienst, ich hatte keinen Urlaub. Und dann wurde ich da in Amerika, da hat Zivildienst hier die Polizei gerufen, wurde ich in Amerika da abgeführt und musste zurückfliegen, damit ich zum Zivildienst wieder kann. Also. Oha! Ja. Also auch! Ja, voll was so. Die Achterbahnfahrt war auch. Ja, aber das ist, da sind wieder mein Punkt gegen den Strom schwimmen. Weil es ist so halt, er sagt, ey, wieso soll der Typ jetzt eine Extrawurst haben? Was macht er denn? Der macht da irgendwie ein bisschen Munddingste. Was bringt das halt? Aber ich war so in meinem Film drinne. Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dadurch hatte ich halt auch die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Weil die verschiedenen Arten von Menschen, man sagt, man kann Menschen nicht in Schubladen stecken. Nein, man kann sie hundertprozentig. Weil, ich sag's dir, es war dann so, ich hatte zum Beispiel einen Abend einen Auftritt Haus der Jugend. Da waren Ali, Mahmoud und Jonas, die Verbrecher waren. Weißt du, ich mach mal einen Auftritt. Eine Stunde später habe ich einen Auftritt bei extrem einer reichen Familie. Hast nicht gesehen, Konfirmation, so, weißt du, Feier. So, dann im Club. So zum Beispiel. Und dann nochmal woanders. Und irgendwann bist du irgendwo hingekommen und hast die Leute kennengelernt, weil man hat auch gelernt, zu jedem nett und höflich zu sein und konnte sagen, ah, die Person ist so und so. Da sind die Verhaltensmuster. Es ist ja einfach die Erfahrung. So, weißt du? Auch, was du da lernst. Genau. Ist geisteskrank. Also ich weiß das ja auch durch Robinson, ne? Immer von meinem Broke Life into the Rich Life. Das war immer dieses, boah, und da kurz auch, du musstest dann halt auch ein paar Muster verlassen und so. Definitiv. Ne? Also es war schon crazy. Und das finde ich aber trotzdem schade in der Gesellschaft, weil ich meine, steht dir mal vor, eine Welt ohne Entertainment. Ja. Ne? Und ich meine, auch du, als bestes Beispiel, Leute, ich meine, ich glaube nicht, dass ich jetzt so einen großen Impact hätte in der Welt als Entertainer, wenn es Alberto zum Beispiel nicht gegeben hätte. So, das heißt ja auch da, oder scheiß mal auf kurz mal, ich weiß nicht, normalen Job oder so. Junge, du inspirierst Menschen, Großes zu verrichten. Wenn das wirklich so ist, dann freut man sich natürlich, weil besonders dann, als man dann nicht mehr YouTube gemacht hat, so weißt du, dann hat man auch, dann gab es eine Phase, so, wo ich Geld verdient hatte, theoretisch gesehen, ohne dass ich groß was dafür machen musste. Ich hatte mit einem Kollegen eine Klamottenfirma halt so, ne? Ja. So, dann fängst du an zu grübeln. Und dann habe ich auch besonders, als ich angefangen habe zu lesen, mich mit Religion zu beschäftigen, dachte ich, ey, ist das, was ich gemacht habe, ist das korrekt? Dann dachte ich so, warte mal ganz kurz. Ich habe ja keine Mütter beleidigt, so, weißt du? Ich habe versucht, Leute so zum Lachen zu bringen. Habe ja in manchen Sachen noch ein bisschen versucht, moralisch so Werte zum Beispiel so. Ich habe dann immer, wie gesagt, Waterboy, nur Wasser trinken, so ein bisschen. So, mein, das ist doch eigentlich okay, was ich gemacht habe, so. Und das hat mich dann aber auch beruhigt, weil es gibt ja auch ein schönes Sprichwort, ne? Der Mensch irrt, solange er strebt. Und für mich heißt das, dieses Irren ist ja eigentlich quasi, weil du hast ein Ziel, du bist so in deinen Film drinne und du peilst gar nicht, was um dich herum ist. Ja. So, und dann denke ich, na klar, habe ich Faxen mit Frauen und sonstiges gemacht und so, aber natürlich, wann, denn, weißt du, ich hatte die Möglichkeit so, ja. Das wirst du nicht immer haben, natürlich fängt man dann auch mal an, ein bisschen mit Mädels zu chillen, aber dann denkst du, okay, man hat jetzt keinen abgezogen, so, weißt du, in dem Sinne, so, man hat jetzt keinen so wirklich so verletzt, so, weißt du, was ich meine, und denkst du, ey, doch, eigentlich ist alles ganz okay, obwohl ich so in meinem Film war, hat man auf gewisse Werte dann so Rücksicht genommen und unterm Strich sehen das vielleicht auch andere Leute anders, so, dann denkst du, wenn du das, Justin Bieber hat das gesagt in dem Film, ne, da damals, Never Say Never, das hat er richtig cool gesagt. Er meinte so, wenn ich mein Leben, ne, so betreibe, so noch mein Leben so abspiele und das von meiner Perspektive sehe, bin ich immer noch ein guter Mensch. So, weißt du? Und das finde ich, wenn du das so sagen kannst, so, ganz stark. Das ist dann halt so echt ein schönes Gefühl. So, halt, so, weißt du? Dann kannst du halt in den Spiegel schauen und sagen, okay, alles ist in Ordnung. Und das darf man nicht vergessen. Also das ist auch eine Zeile aus meinem Buch, die ich schreibe, also was ich schreibe, das heißt, Leiden schafft. Das ist der Buchtitel mit Doppel-F, also ein F ist in Klammern und ein Doppel-F, so, ne? So ein auf den. Ach echt, ich dachte, was schafft mit Doppel-F? Was? Okay, nee, der ist deep und das ist ja auch so, ja, wie soll ich sagen, ich wollte ein guter Mensch sein und Gott gab mir echt heftige Situationen, wo ich dran lernen durfte, auch so zu werden, ne? Oder er schickte mir scheiß Menschen, um wiederum zu wissen, wie ich nicht sein möchte. Ja. Ich wollte stark sein, also bekam ich auch die stärksten Aufgaben. Und genauso denke ich auch, dass du erst, keine Ahnung, halt mal vielleicht auch ein paar Situationen hast, die vielleicht in dem Moment vielleicht nicht so gut handelst, aber eigentlich durch diesen Fehler auch wieder zu deinem 100%. Erfolg kommst und zu dem, den wir jetzt sind. Und deswegen bin ich auch eh so ein Mensch, ich hasse es, Kritik, Lob, generell immer Leute so, wie soll ich sagen, Digga, das bringt halt nicht viel zu sagen, oh, das war jetzt aber nicht cool, was du gemacht hast. Hä? Bro,
Weißt du, was ich meine? Das war doch das Thema, da haben wir gestern drüber gesprochen, über Zukunft und Vergangenheit. Leute, es kennt keiner die Zukunft. Das ist nicht jemandem sagen, oh, was du jetzt machst, was du jetzt vorhast, ist scheiße. Weil er kennt nicht die scheiß Zukunft. Das Einzige, und das kannst du ja vielleicht auch nochmal gleich bestätigen, wenn wir an unseren Fähigkeiten hart arbeiten, lernen wir Wege, wie wir wissen, in 3 Monaten, wenn ich so weitermache, bin ich an diesem Punkt. Ja. Das heißt, man kann ein bisschen die Zukunft, oder was heißt ein bisschen? Also ich glaube, eigentlich alles, was ich jetzt habe, habe ich irgendwie schon erträumt oder gedacht, oder? Ich weiß, was du meinst. Und du bist auch bereit dafür, halt so den Weg zu gehen und auch die Arbeit dafür zu leisten. Das ist ja noch das Thema. Manche mögen es auch in der Theorie, allein beim Fitness. Weil ich meine, das kennt doch ihr auch selber. Ja, man, diesen Sommer, ich trainiere jetzt nächsten Sommer krass aus. Nach 2 Monaten sehen die noch keine Fortschritte und hören einfach auf, so, weißt du? Das ist ja einfach mal das Paradebeispiel jetzt, ja, ne? So. Krass. Ich will, boah, geiles, oder einfach, du merkst es laut. Ich hab noch nicht mal eine Frage gestellt, so aus den Dingen. Ja, da war noch Frage aufgestellt. Oh Mann. Ey, war wirklich, einfach wirklich schön, dich hier zu haben. Ich glaube, wir machen, aber wir sind noch gut in der Zeit. Also, man merkt aber schon, ich habe noch keine Frage. Also, wir werden bestimmt wie bei Chase Interview locker 1-2 Stunden reden können. Aber Leute, das ist, wie gesagt, wir haben ein bisschen Zeit. Also, in den nächsten Wochen, weil er ist jetzt hier. Fall. Wir werden, also ich, ob vielleicht mal eine Podcast-Reihe oder mal. Das habe ich noch nie gemacht, aber das, da hatte ich halt, ich habe auf sowas habe ich halt Bock, ja, mit Leuten, die das auch fühlen. Also wo ich sage so mittlerweile so, ey, weißt du, ich merke ja auch, wie wir reden, das ist cool, ja, wenn das Leute gibt, die das fühlen. Weil das ist ja auch schön, wenn das Leute umsetzen und Erfolg haben, ja, aber halt wie gesagt, sie müssen es fühlen, dann lieber weniger, ja, weißt du, so, die es fühlen, anstatt die, ja, Masse, wo es die Hälfte eh nicht versteht. So, weißt du? Deswegen mache ich auch den Channel, weil am Ende, das ist das, was ich mein Leben lang machen kann, ohne Kopfschmerzen. Ja. Und das ist ja das größte Problem an Social Media gewesen. Erzähl doch mal, hattest du in deiner, also ich weiß es ja schon, aber sag doch mal den Leuten, wie ist das denn eigentlich, ein Star zu werden, ohne zu wissen, was dann auf einen zukommt? Also sagen wir mal, der Hype, wenn er da ist. Ja, das Problem ist halt, also das weiß ja jeder halt, ne? Im Endeffekt, jeder einfach im Endeffekt, der dir mal die Tür aufgehalten hat, hat das Gefühl, dass du ihm was schuldest, ne? Das ist natürlich selbstverständlich, ne? Krass. Klar, man muss sich auch daran gewöhnen, dass einfach, ich habe einfach so gemerkt, so, ne, people want you to do good, but never better than them. So, im Endeffekt halt auch, so damit mit Freunden natürlich, wenn du dann jetzt gerade so mehr Erfolg hast, dass du da einfach dich ein bisschen natürlich abkapselst. Also du musst auf jeden Fall lernen, mit Einsamkeit klarzukommen. Ja. So, das ist halt echt eine wichtige Sache. Weil ansonsten kannst du daran halt auch echt kaputt gehen. So. Und das war für mich halt so mein Ziel. Ich weiß auch nicht, dieser Weg, also bei mir war wirklich so mehr der Weg, das Ziel, so einfach dieser Lebensweg, einfach, ja, diese Erfahrung sammeln, das war für mich dann einfach so das Wichtigste. Und wenn es gepasst hat, dass du mein Leben gerade warst, so, ne, dann war es gut. Und wenn es nicht gepasst hat, dann ging es nicht anders. Wie so ein Fahrstuhl. Ja. Ich bin mit dem Fahrstuhl gefahren, so, ne, und Fahrstuhl geht hoch und runter. Bei mir, ich wollte immer darauf achten, dass mein Fahrstuhl nach oben fährt. Ja. Und mein Fahrstuhl, kommen Leute rein, weißt du, die gehen auch wieder raus. Manche fahren mit denen nach oben, steigen nach 2 Stockwerken aus, ja, aber ich bleib immer in diesem Fahrstuhl und ich fahre immer weiter nach oben. Ach, geile Metapher. So. Aber es kommen auch Leute in deinen Fahrstuhl und die haben alle ihre Möbel dabei, weil die eigentlich nach unten wollen. Ja, so, genau. Das ist halt auch so. Ja, und so, und da musst du halt gucken, so, weil du hast das ist das Glück, es ist in diesem Fall dein Fahrstuhl, weißt du. So, dann, das heißt dann, also, es gab Situationen, wo ich jetzt mittlerweile, also früher habe ich es dann so gemacht, dass ich sage, ey, das ist mein Fahrstuhl, bitte jetzt raus. Boah. Aber jetzt ist es bei mir auch so weit schon mittlerweile, wenn ich merke, mein Fahrstuhl geht so unten, sage ich so, okay, ich steige jetzt aus und gehe zu meinem anderen Fahrstuhl, weißt du? Ei. So, das ist das Ding, das ist von Bruce Lee dieses Prinzip, be water, my friend, also, weißt du, so ausweichen. Aber manchmal auch, ja, dann, wenn ich sage, nee, das ist jetzt hier gerade doch mein Fahrstuhl, das ist so, da musst du auch mal kurz zeigen, hier bin ich. Ja, krass. Weil sonst bist du nur noch, und dann findest du keinen Fahrstuhl mehr, der nach oben fährt. Ne? Hatten wir doch vorhin wegen dem Bergsteiger auch. Wenn du auf einmal den Fahrstuhl zu dem höchsten Berg hast und dann bist du angekommen, ja, dann ist es sogar ganz wichtig, Leute, dass man da auch wirklich einen neuen Fahrstuhl sucht, weil sonst seid ihr ziellos. Definitiv. Und ziellose Menschen, das ist nicht gesund. Ohne Aufgabe wird schwer, dann fängt der Kopf an zu rattern. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Was war denn... Was war denn so deine schwierigste Prüfung im Leben? Wo du sagst, also da habe ich echt viel dran gelernt. Also die schwierigste Prüfung war, ich weiß gar nicht, welche Situation es war, aber wirklich dann auch ruhig zu bleiben. Wo ich wusste, okay, alles klar,
ich fühle mich jetzt hier gerade unberecht behandelt. Diese Person denkt jetzt gerade, ich bin Kasper. Mhm. Und wo du dann einfach das Bedürfnis hast, okay, da möchte ich jetzt einfach der Person den Kopf zertrümmern. Und dann trotzdem mit klarem Kopf zu handeln und das irgendwie charmant noch zu lösen. Krass. So, weißt du, und da bin ich einfach da fern von. Aber manchmal ist einfach so, in dem Moment, du kommst in diese Situation. Wenn du dich auf dieses Schlachtfeld begibst, sei es in Social Media, sei es, dass du Profisport, ja, aber es einfach in diese Welt da draußen begibst, wo du oben bist und Leute von unten auf dich heraufschauen, so, dann wirst du in diese Situation kommen. Mhm. Und dann ist die Frage, wie du die Situation löst. Also, ne? Ja, die Leute, das habe ich auch nie verstanden. Und das, was er auch vorhin sagt, wir wollten niemals jemanden bewusst Schaden zufügen, aber in dem Augenblick, wo wir einfach nur das machen, was wir als Kinder ja nie verloren haben, nämlich das Spaß am Leben, nämlich das Spielerische, das Künstler-Dasein, Künstler-Kind. Wir haben Kunst gemacht für die Welt und auf einmal kommt da dann so ein Hype und dann werden wir bespuckt. Ja. Ey, das ist geisteskrank, da muss man erstmal drauf klarkommen. Also ich sag dir auch ehrlich, wo ich das noch gar nicht gecheckt habe, wo dann das ernst kommentar war, du oder ich will der muss verdauen, ne? Alter, Leute, ich wollte die schreien. Ich habe teilweise hab ich die Leute geschrieben, die so kommen, lass mal treffen. Ja, das ist, ey, das können sich so viele Leute nicht vorstellen und ja, brutal. Also, es ist auch im Endeffekt so, was ich dann auch einfach gemacht habe, weil es braucht mir auch keiner erzählen, es tut weh. Bei jedem, wer da reinguckt. Und ich habe einfach irgendwann gemacht, ich habe es einfach nicht gelesen. So, ich hatte manchmal echt die Videos geöffnet, hatte Angst, habe gesehen, okay, mehr Daumen hoch als runter und dann Kommentare schnell überflogen, aber ich wollte nicht zu tief rein, weil es tut weh. Besonders, wenn du da so, am Anfang war es ja auch wirklich noch so, also bis die Zeit so bis 2011, 12, als Amerika gewohnt hat, ich habe da wirklich mein Herz reingesteckt. Ich merke es manchmal jetzt aus Spaß, setze ich mich hin und gucke einfach meine HR-Folge nochmal durch, Jan, und sehe das. Sehe es einmal so als Comedy, also wie soll ich sagen, als einer, der Comedy schaut, aber dann auch als einer, ich kenne ja die Phasen, wo ich da gerade in meinem Leben war und so spiegel mein Leben, das ist mein Herz, dann merke ich so, ey krass, ich habe echt auch Spaß daran gehabt, ich habe richtig Bock gehabt. Das Problem ist, das wird jetzt natürlich schwer, weil jetzt weiß jeder, du kannst damit Geld verdienen, jetzt braucht mir eigentlich auch keiner mehr wirklich so erzählen, ja, ich gehe jetzt rein nur mit Spaß an die Sache, weißt du, wenn du da dich schon an irgendwelche Regeln hältst und irgendwelche Hashtags eingibst weil das ist einfach jetzt klar, so, aber da war es halt noch nicht klar und auf einmal so sehe ich dann so, ey, okay, krass, ich habe jetzt diesen Monat hier 5.000 Euro verdient, so, weißt du, und dann bist du in Amerika und kannst auch quasi auch so halbwegs davon leben. Das war die beste Zeit. Ja. Ich habe in Amerika gewohnt, habe meinen Content gemacht. Auf einmal geht's los. Agentur, Interviews, Vertrag hier, Steuern da, Regeln halt. In den Videos kannst du dich dies. Und auf einmal kommt YouTube-Funk dazwischen. Wenn du denen das Video von dir nicht passt, kommst du auch nicht auf die Startseite. Es gibt Regeln, an die du dich halten musst. Und ich bin ja eigentlich quasi nur da reingegangen in dieses Geschäft, weil ich mich ja gerade nicht an irgendwelche Regeln halten wollte. Ich wollte ja das machen, was ich wollte. Danke. Weil beim Spielen gibt es auch keine Regeln. Genau. Ein Kind am Strand hat keine Regeln, wie er sein scheiß Schloss baut. Genau, das ist es halt. Und das war dann halt so eine Sache, da wurde es mir dann einfach irgendwann zu viel. Sag ich dir ehrlich. So, dann musst du dich entscheiden. Okay, alles klar. Prostitution. Weil irgendwann ist es so, wenn du dich nicht mit Sachen identifizierst, ist es Prostitution. Ja. Prostituierst du dich für das und das Geld? Oder sagst du, nee, kann ich nicht. Und dann musst du aber auch auf Geld verzichten. So, dann auf einmal hörst du auf, arbeitest ganz normal im Fitnessstudio, arbeitest den ganzen Tag, kriegst deinen Lohnabrechnung und da steht da 1.500 Euro. So, das habe ich damals für einen Post auf ganz entspannt bekommen, ohne Problem. So, weißt du, was ich meine? Und dann guckst du und sagst, okay, ist das für dich so okay oder willst du da wieder zurück? Aber ich habe dann gesagt, na, zwar 1.500 Euro, aber das drumherum, dass nicht über mich geurteilt wird, wie ich das mache und sonstiges, weil ich das nicht anders kenne. Seit dem 18. Lebensjahr mit dem Beatbox bin ich davon abhängig, was andere Leute sagen, so, weißt du? Sag ich so, nee, jetzt, man ist auch älter geworden und vor allem auch weiser. Für mich hat Weisheit nichts mit dem Alter zu tun, weißt du? So, und dann sagst du, nee, alles klar, aber dann ist auch die Konsequenz, dann pack mal jetzt mal schön dein Mercedes weg. Weißt du, fahr mal schön mit der Bahn oder guck, wo du bleibst, so. Jetzt hast du nicht so eine Markenklamotten, mal kurz nach Amerika fliegen, geht nicht. War aber okay für mich dann. Krass. So, also, puh. Da merkst du einfach, also, Leute, ihr merkt, also, hier sind gerade zwei Künstler, die wirklich, glaube ich, ein paar Höllenritte durchlebt haben. Definitiv, aber ich habe auch echt von ihm, wir haben halt gequatscht und ich habe voll viel von ihm gelernt, weil unterm Strich, ne, jeder Mensch hat ja auch Zweifel. Oder hat man Gedankengänge, es hat zwar alles funktioniert, aber ich habe dann auch bewusst einfach mal dich ein paar Sachen gefragt und deine Meinung, wie ich es gesagt habe. Meinst du, ja, okay, alles klar.
der versteht das, ne? Auch so bestimmte Verhaltensweisen, die vom Menschen inakzeptabel sind. Ja. Manche, ich glaube, das, was ich mache, ist jetzt gerade richtig. So, weißt du? 100%. Damit kann ich, wenn ich sterbe, ja, so gewissenhaft meine Augen schließen und sagen, ich habe jetzt Respekt, aber nicht unbedingt Angst vor dem, was jetzt vielleicht danach kommt. Wenn es ein Urteil gibt über das, was wir hier auf dieser Welt gemacht haben. Auf jeden Fall. Weißt du, was ich meine? Und das ist also, was ich auch gelernt habe, es gibt ja auch nur, ne, wir reden ja auch hier über Geld und Investitionen, alles ist sehr transparent und das habe ich euch auch gesagt, Leute, also es gibt zwei Wege für Geld. Entweder wie ein Skill, den ihr euch langfristig aufbaut, lernt ihr über Geld klar, mit Geld klarzukommen, oder ihr betrügt. Und Betrüger, also ich habe sehr viele Betrüger kennengelernt in meinem Leben und ich sage euch ehrlich, also die müssen immer über ihre Schultern gucken. Die haben keinen Menschen, mit dem sie vertrauenshaft reden können. Die müssen immer ihre Lügen perfekt einstudieren, damit die immer, ne, die dürfen ja keinen Fehler in ihrem Konstrukt machen, sonst kommt ein Betrug oder eine Lüge raus. Die werden einsam, die sterben meistens an so einem ekligen Krebs, der sie von innen auffrisst, weil die nur negative Gedanken haben. Also so viel. Und dafür, dass du dann ein paar 10, 20, 30 Millionen machst, also ist nicht mein Film, Leute. Und das Milliardärsprojekt, deswegen auch mache ich das, weil ich kenne zwei Milliardäre und die haben mich so weit inspiriert, weil die haben es halt nicht so gemacht. Hm. Die haben halt 20 Jahre hart gekämpft. Das ist es, ja. Und haben mit guten Werten ihre ganze Familie damit einbezogen. Und das war dann wirklich diese Familienorganisation, die dann wirklich an einer Sache so krass festgehalten hat. Und überleg mal, Bro, also stell dir mal nur vor, auf unserem Weg, alle, mit denen wir cool waren, hätten sich angebunden. Ja, da wäre echt einiges, hätte man einiges machen können. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass es so ist, weil jeder hat mal so eine Phase gemacht, wo er sich Gedanken gemacht hat oder auch dunkle Gedanken hatte und hast nicht gesehen. Und jetzt weiß ich, was ich in, also diese inneren Geister quasi, nenne ich die mal so, die man bekämpft hat, auch Situationen, so jetzt kann ich viel gelassener an Dinge rangehen und ich glaube nicht, dass ich nochmal in bestimmte Situationen komme, aber trotzdem merke ich, weil ich dann, wie gesagt, auch mit dem Personal Training angefangen habe oder jetzt auch mit dem Football halt, so weißt du, merke, okay, dieses Kämpferische, dieser Wille, wo ich immer gesagt habe, der Wille ist der stärkste Muskel, ne? Ja. Das ist immer noch da und das wird immer da sein und das ist größer als je zuvor. Und in dem Moment, wo ich merken würde, dass das weg ist bei mir, dann wüsste ich, okay, irgendwas ist in mir gestorben. Ja, so. Glaub, ja. Und ab und zu einfach mal wieder zurück. So, weißt du, klar, manche Leute sagen, ja, wieso hast du jetzt nicht da und hast du nicht da investiert und bla bla bla. Gebe ich auch vollkommen recht, aber trotzdem immer mal wieder zurück in diese reale Welt, so zurückkehren, in die, wo aus der ich gekommen bin, ja, und dann weiter kämpfen. Weil unterm Strich, jetzt mal Hand aufs Herz, wenn ich sterbe, ne? Ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt, ne? Aber ich weiß 100%ig, alles, was ich hier besitze, kann ich nicht mitnehmen. Erinnerung, Fähigkeiten und Wissen. Wer weiß, vielleicht schon. Und ey Bro, du hast Leute wie mich, hast du auf deinem Weg. Das inspiriert. Ist es, Ding. Ich habe einen riesigen Einfluss. Ja, vor allem auch, ich bin auch getroffen, aber mich auch inspirieren lassen. Das finde ich halt nochmal. Das ist, Leute, das ist eh das Wichtigste. Ne? Und das meine ich auch. Sorry, dass ihr müsst eh die ganzen Videos mal gucken, Leute. Also, weil ich oft schon Sachen gesagt habe. Aber, also, das habe ich auch gelernt, Bro. Als Lehrer lernst du auch sehr viel von deinen Schülern. Das ist es. Und das vergessen ja auch viele. Das muss man auch zulassen können, weißt du? Wirklich. Da musst du mal Ego einfach mal zur Seite stellen, weil, also, alleine wie viel ich lernen durfte an Kindern, die ich dann trainiert habe bei Workshops oder so, wie die denken, wie ihre Muster sind und dann, wie ich dann aber auch auf mein Gehirn übertragen habe, wie schnell ich dann einen Move gelernt habe teilweise, wo andere Tänzer dann auf einmal 2-3 Jahre länger brauchten. Glaube ich dir. Aber weil du auch die Arbeit reingesteckt hast. Und wie du sagtest, von Kindern gelernt hast. Weil ich habe einfach gelernt, ich höre erstmal grundlegend jedem zu. Und dann filter ich im Endeffekt das raus, was ich für mich gebrauchen kann. Das kann ein besoffener Typ sein, sonstiges. Das kann ein kleiner Junge sein. Ich filter mir das raus und versuche, da was rauszunehmen und was zu lernen. Es gibt auch manchmal Situationen, wo ich sage, okay, da wurde geredet, das ist jetzt einfach Blödsinn, kann ich nichts rausfinden, aber ich habe trotzdem zugehört und ich habe verstanden, ah, okay, es gibt auch manche Leute, die Sichtweise haben, die so denken und die kann ich auch nicht mit meinen überzeugen. Das wären die Leute, ja, weißt du, damals, ja, auf dem Markt gewesen, so, mhm, weil wenn du da am Pranger stehst, die hätten dann Stein auf dich geworfen. So, und dann kann der eine sagen, ach komm, vergiss die Leute, die sind unwichtig, Nerd ist gefährlich, die sind nämlich die Mehrheit. So, und da, weißt du, was ich meine? Wenn du mit denen gar nicht klarkommst, hast du ein größeres Problem auf jeden, ja, Fall. Weißt, brauch ich dir ja nicht sagen. So, weißt du, das Nein, deswegen, also für mich musste ich auch lernen, deswegen bin ich auch nach Braunschweig gekommen. Ich musste sehr viel ausmisten, Bro. Weil von Gedanken, die ich nicht ausführen konnte, weil ich immer abgelenkt war, von Leuten, die an mir gezerrt haben, von Leuten, die ich versucht habe mitzuziehen. Aber am Ende,
haben wir auch die Rechnung gemacht, 99 zu 1, ne? Also 1% auf dieser Welt, das sind die Macher, das sind die Leute, die ins Leben vertrauen und in ihre Fähigkeiten. Ja, aber findet die erstmal. Ja. Aber da sage ich auch, Leute, so funktioniert Schicksal. Also überleg mal, ich bin nach Braunschweig gekommen und habe erstmal versucht, meine Glückseligkeit wieder zu 100% aufzubauen. Ne? Das heißt, wieder mit meinem Dad treffen viel, weil das war einfach zu große Entfernung, als ich in Berlin war. Dann meine Childhood mit Che wieder zusammen connecten. Ne? Dann auf einmal hat sich das ergeben. Und das ist ja auch riesengroß, Leute. Also vorhin habe ich das ja immer mal erzählt. Ja, da war ich dann einfach kurz mal beim Playoff-Spiel mit Che. Und haben dann gechillt und haben das Game da in der dritten Reihe angeschaut. Ja, und dann läuft ein LeBron vorbei und sagt zu Che, hey, what's up, man? Ey, das ist so. Und spielt mit seinen Kollegen, sein Kollege spielt mit, so weißt du, was ich meine? So, das verstehen viele gar nicht. Und dann habe ich aber gesagt, ey, warte mal, ich bin jetzt richtig, Glückseligkeit ist nice, alles ist nice. Mir ein gutes, alles, so mein Lifestyle ist cool, aber trotzdem, ich will eigentlich Social Media einmal rasieren. Und was mir halt immer gefehlt hat, Leute, sage ich euch ehrlich, war dieser loyale Typ, der halt auch durch die Hölle gegangen ist, aber auch ein Künstler, weil in der Influencer-Welt gibt es Verkäufer wie Sand am Meer, aber kein Künstler mehr. Das stirbt halt aus. Ja, und auf einmal, und so funktioniert das Schicksal, Leute, so ist euer Unterbewusstsein, ihr zieht alles an. Auf einmal kommt vor 2 Tagen Arash zu mir, Alberto ist jetzt hier, er spielt bei den Lions. Ich so, was? Hä? Und am gleichen Abend treffen wir uns noch hier im Gym. Das ist, und das war auch nach 3 Wochen das erste Mal überhaupt, dass wir wieder abends da waren. Krass einfach, ne? Dann cremt er sich gerade ein mit einer Kokos, mit Kokosöl nativ, was man essen kann. Das benutzt man eigentlich immer für so Gerichte zum Kochen. Er cremt sich damit ein. Ich creme mich damit auch ein. Und was sage ich zu ihm? Hä? Cremt sich auch damit Sachen ein, die man essen kann? Und als ich das gehört habe, war ich, Moment mal ganz kurz. Der kennt sich aus, jetzt habe ich mal ein paar Fragen. Ja. So, dann hat es gleich geflowt, Leute. Also wirklich, oh, krass. Mann, ja, das war heavy. Das war lange auf jeden Fall. Ich hatte lange nicht mehr so einen heavy Moment, weil das ist auch kein Fake, weißt du? Nein, das war... Es gibt ja auch manchmal 2 Influencer, treffen sich, die müssen dann auch gleich cool miteinander sein. So. Ja. Aber da war wirklich so, bam. Bam, wirklich, ja, krass. Das war echt heavy. Krass. Ja, wow, Leute, die Energy auch gerade im Auto, ich bin richtig heiß, Scheiben beschlagen. Ja. Ja, wir haben gerade eine krasse Sauna-Session vorher, haben wir noch trainiert und so alles, das war auf jeden Fall schon wild. Nein, sick. Leute, ich kann euch sagen, bleibt fleißig, denkt daran, also das Schicksal ist real. Vielleicht gehen wir mal... Wir können auch, wie gesagt, das ist kein Problem, wir können auch sonst noch einen zweiten Teil. Ne? Ich würde vielleicht noch... Ja. Ich habe wirklich noch so viele, wir haben ja fast gar nichts abgehauen. Aber das wäre noch schön. Okay. Thema auch Schicksal und das sind eigentlich immer 2 Fragen, weil das will ich immer in meinen Videos auch so als kleines Format vielleicht jeden coolen, den ich mal treffe, den will ich 2 Fragen stellen. Die erste ist, wenn du könntest, auch vielleicht zu dem Thema, bereust du irgendwas, aber wenn du jetzt zum Beispiel dein 16-jähriges Ich treffen dürftest, also mit einer Zeitmaschine fliegst du zurück, und du kannst dein 16-jähriges Ich einmal treffen. Was würdest du ihm sagen? Weißt du, was das Lustige ist? Ne? Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, so, ne? Wo ich wirklich sage, okay, jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich einmal morgen sterben könnte. Ich hätte jetzt nur Angst, im Endeffekt, wie es passiert. Ja. So, wo ich weiß, okay, egal was für eine Situation ist, ich habe also einen gewissen Grad der Mentalität erreicht, wo ich wüsste, ich könnte es handeln. Deswegen, wenn ich das 16-jährige Ich treffen würde tatsächlich, ich würde es mir angucken und würde weitergehen und gar nichts sagen. Damit einfach der Weg genau der gleiche wäre. Auch, weil ich habe auch überlegt, okay, da sind ein paar Situationen, so weißt du, wo ich sage, boah, okay, da hast du auf Geld verzichtet, vielleicht anders. Aber ich, wenn ich darüber nachdenke, diese Situation hätten mich nicht diese Menschen treffen lassen können, weißt du? So, weil zum Beispiel, bestes Beispiel ist jetzt mit dem Football, weißt du, ist ja jetzt egal, was passiert ist, aber es ist eine Situation, ich habe mich in der Situation nicht wohlgefühlt, weißt du? Ja. Aber das Gute ist, oder was heißt das Gute, ich bin kein verwurzelter Baum. Das heißt, ich habe die Fähigkeit, mich von einem zum anderen Ort zu bewegen. So, und jetzt kommt Samuel zum Beispiel und Eugene, die hier bei den Braunschweig Lions spielen, mit denen habe ich die ganze Offseason gemacht. Ich habe die im Auto mal mitgenommen und so, wir sind zum Platz gefahren, die konnten mit trainieren. Ja. Das haben die Jungs nicht vergessen. Da meinten die, komm doch hierher, sprechen mit dem Head Coach und ich bin hier. So, jetzt treffe ich zum Beispiel dich. Weißt du, auch einfach diese Atmosphäre, das gibt mir auch nochmal so eine ganz neue Inspiration, so weißt du? In dem Sinne. Und diese ganzen Zusammenhänge, wie bei dem Film Butterfly Effect, da wüsste ich wirklich jede Sache, jeder Schmerz, den ich auch gespürt hätte,
der hätte dafür nur gesorgt, dass es dann nicht zu diesem Moment gekommen wäre. Und klar, vielleicht wäre dann der Moment gekommen, wo ich mit YouTube so auf einmal, weil zu meiner Zeit gab es noch nicht so viel Geld, dass ich damit Millionen gemacht hätte. Aber dann säße ich wahrscheinlich jetzt doch heulend in der Villa. Jetzt kann man sagen, ja, was ist besser? Weißt du, ich sitze lieber heulend in der Villa als heulend auf dem Fahrrad, weißt du? Aber vielleicht geht's ja auch, dass man gar nicht heult, weißt du? Und, bro, krasser. Also das war erstmal heftig, weil ich glaube, so krass. Also selbst mich hat das jetzt inspiriert, diese Antwort eigentlich immer zu nutzen, weil das ist geisteskrank, Bro. Also das ist echt alleine. Weil das muss ich auch sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Und auch wenn ich jetzt in einer Stunde oder morgen sterben würde, Leute, ich will unbedingt, dass ihr dann auf meinem Grab tanzt, weil ich hatte das geilste Leben, was ich mir nur hätte vorstellen können. Wirklich, also von Freiheit bis Girls. Ich habe alles, was im Leben geil war, habe ich mitgenommen. Und dank meiner harten Arbeit, die ich reingesteckt habe. Und deswegen, also... Und das ist halt auch das, glaube ich, was uns ausmacht. Wir haben halt keine Angst vorm Tod. Und deswegen haben wir ein schönes Leben. Und deswegen müssen wir auch unserem vergangenen Ich wahrscheinlich nicht viel erzählen. Deswegen ist, ich habe auch bei meinem Instagram-Account stehen und ich habe noch tätowieren, zum Beispiel Born to Die 2.0 Fragezeichen, Fragezeichen. Jetzt kann man denken, Depression, was ist denn los? Nee, aber es geht mir wirklich darum, da wollte ich einfach, ich weiß ja nicht, wann ich sterbe. Und da habe ich auch wirklich gesagt, wenn ich dann sterbe, dann möchte ich bitte, dass der Tätowierer die Fragezeichen durchstreckt und dann einfach so die Zahl. Das war manchen Leuten dann auch so ein bisschen so zu viel, weißt du? Aber unterm Strich, was du auch gerade gesagt hast, weil bei dir sehe ich das ja genauso, weil es fehlt ja uns an zwei Sachen nicht. Uns fehlt es nicht, hat es nicht gefehlt an Motivation. Aber jetzt kommt noch der größere Faktor, die Disziplin. Weil manche haben Motivation, aber wie lange hält deine Motivation an? Du wirst nicht jeden Tag Motivation haben. Nope. Keine Chance, weißt du? Aber die Disziplin, so, weißt du, das weiß jetzt jeder, ist ja auch keine neue Sache. Aber in diese Euphorie, wenn man diese Euphorie, die man hat, dosiert, einsetzt und dann in Disziplin umwandelt, ey, dann kannst du Dinge erreichen. Hast du ja bei dir gesehen, auf einmal lernst du den Tanzmove dann, so, weißt du? Ja. Wofür andere vor lange gebraucht haben, halt, ne? So, das ist halt das Coole halt so. Da gibt's aber manche Menschen, die haben einfach das Glück, die haben das einfach. Ja. So, bestes Beispiel, Cristiano Ronaldo. Talent jetzt hin und her, ich weiß nicht. Aber Digga, der Typ hat einfach diese härteste Motivation und Disziplin gehabt, ja, weißt du? Immer durchgezogen. Also, da kannst du mal sagen, was du willst. Also, der Typ, glaub mir, der musste viele Stunden einsam auf dem Trainingsfeld verbringen, Bro. Also, und du auch, ne? Also, ich meine, wie viele Stunden haben wir alleine zu Hause gesessen und geübt, alles, unsere Sachen gemacht, das, was auch viele nicht verstehen, aber das ist halt auch eine große Kunst, Leute. Wir kommen mit uns alleine klar. Ja, und stimmt, das ist ja auch ein Gesellschaftsproblem gerade, weil viele kommen halt nicht mit sich selber klar, wenn sie dann mal merken, jetzt habe ich Zeit. Ey, warte mal jetzt, warte, soll ich Netflix jetzt anmachen? Hey, mein Chef hat gar nicht angerufen, um mich hier zur Arbeit zu bestellen. Ey, was mache ich denn jetzt? Und dann geht's los, ne? Ah, hat mein Leben ist so scheiße. Ah, dann hast du auf einmal diese Zeit, über diese Sachen nachzudenken. Oh, lolo. Krass. Also diese Aufgabe im Leben. Und selbst wenn diese Aufgabe ist, Bilder zu malen, Klavier zu spielen. Und selbst wenn einer nur Briefmarken sammelt, weißt du, und dann sucht so, okay, wo kriege ich die neue Briefmarke? Hauptsache irgendwie eine Aufgabe, wo du so verschiedene Erfolgserlebnisse haben kannst. Und die sind ja auch vollkommen individuell. 100%. Wirklich, Leute, also ich kann euch nur sagen, wie jede Leidenschaft, die ihr besitzt und jede Kunstform, die ihr irgendwie finden werdet, ihr werdet auch, und das, na klar, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe irgendwann natürlich getanzt, um Girls zu beeindrucken. Ja, klar. Ne? Und natürlich. Die Frauen sind auch eine Motivation gewesen. Ist doch logisch. Ich meine, jetzt auch mal, jetzt lass mir mal die Höflichkeit so geweckt. Ja. Naja, ich bin nicht so. Ja, doch, du bist so, Digi. Du versteckst es nur. Ja, danke. Und deswegen, und bei 4 Milliarden Girls, glaubt mir, Leute, ihr werdet, egal mit was ihr liebt und vielleicht durchzieht beim Training, ey, da werdet ihr auf jeden Fall ein paar nice Girls. Ja, und das ist dann auch mal, auf eine Art und Weise ist das ja auch mal dann eine Belohnung, weißt du? 100%. So, und jetzt, ja. Jetzt kann man auch sagen, ja, weil irgendwie, guck mal, das Ding ist, wir wollen jetzt auch nicht zu weit, ich glaube, wir müssen das echt mal einen Podcast machen. Ja, aber das Problem ist, das habe ich auch gelernt, so, als Frau hast du das Privileg, wenn du auf die Welt kommst, eine hübsche Frau bist, das ist dann, das bringst du mit. Als Mann ist erstmal so, du bist erstmal niemand. Du musst irgendwie für einen Mehrwert sorgen. Ja. Also das heißt, entweder du bist, hast halt viel Geld, so, dann kannst du auch machen, so die Tour. Ja. Oder du bist halt irgendwie ein Künstler, aber irgendwas musst du schon drauf haben, irgendwas musst du mitbringen. Warum soll die dich denn auch sonst gut finden? Sonst kann die ja jeden auf den gut finden, halt, oder? Das ist einfach Natur, Bruder. So von. Werde ich auch so, so ist es einfach. Okay, ey, Leute, ey, Bruder. Das ist einfach, Bruder, ich Energy Talk, das grau uns gerade. Leute, wir machen safe, Part 2, Part 3, Part 4. Schreibt alles in die Kommentare, was ihr an Fragen habt. Wir machen jetzt noch zwei Sachen abschließend. Ja. Nämlich einmal wollen wir
und in deine Zukunft reinschauen. Und das abschließende Wort hast du dann nochmal face to face zu den Rockstars. Kannst du mal sagen, was du Schönes gelernt hast im Leben. Ja. Aber erstmal gestalten wir jetzt deine Zukunft. Wie sieht, wenn du dein in 10 Jahren, dieses Video gucken wir uns in 10 Jahren an, auf meiner Yacht. Wahrscheinlich steht deine daneben, weiß ich. Gucken wir jetzt. Und dann sagst du jetzt quasi deinem Ich in 10 Jahren, wie sieht mein Leben aus? Einfach auch für Manifestierung und. Also wie mein Leben in 10 Jahre aussehen wird. Ja. Also ich sag dir ehrlich, bis vor ein paar Tagen hätte ich gesagt, ich habe jetzt mit Football aufgehört, bin jetzt voll im Yoga drinne, führe ein ruhiges Leben und werde dann irgendwann einfach sterben und sagen, cool. Aber ich muss sagen, seitdem ich den jungen Mann hier kennengelernt habe, ne, der mir dann auch mal gezeigt hat, dass man auch dosiert und mit System einfach. Ne? Und das hat mir einfach noch gefehlt. Ja. Ne? Und da muss ich sagen, das hätte mir vielleicht damals auch noch ein paar Sachen geholfen, mit System Sachen machen kann. Da kann ich mir schon vorstellen jetzt, besonders wo ich hier bin, dass man da noch einiges machen kann. Ja, aber ich will auch nicht zu viel verraten, weil jetzt kommen wir nämlich auch zum Punkt, wo ich zu euch rede. Also, wenn ich eine Sache wirklich im Leben definitiv gelernt habe und auch gar nicht so ganz große Reden schwingen und sonstiges, Reden kocht kein Reis. Punkt. Einfach nur das. So, fertig aus. Chinesisches Sprichwort. Jeder kann daraus machen, was er möchte, aber Reden kocht kein Reis. Okay, ey Leute, ich muss da... Das passt gut, wir wollen auch was essen. Da gab's ja, wir haben jetzt voll... Gehen wir nicht zum Teil? Also Leute, schreit... Oh, fuck, ich weiß... Alter, scheiße, dieser Satz. Okay, Leute, Part 2 wird toll. Schreibt alles in die Kommentare, was ihr an Fragen habt. Ja, jetzt geht's los, Leute. Also, ich mache hier keinen Spaß. Du meinst echt ernst, oder? Ja. Merkt, was wir sonst hier angezogen wird. Alright, dann... kocht mal Reis. Wir lieben euch. Ciao, ciao.